Servus zusammen, die Woche ist schon wieder rum, es ist Freitag, wir haben den 28. Juli, 17.31 Uhr. DAX klingert noch ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass da in den nächsten 6 Minuten viel passiert. Die gute Nachricht für euch am Anfang, ich bin ab Montag 2 Wochen weg. Da macht sich in meiner Schulter eine Sehne selbstständig und die müssen wir irgendwie einfangen. Und danach gehe ich sofort in Reha und das dauert also mindestens mal 2 Wochen. Also ich gehe davon aus, ich komme so Mitte August wieder. Für euch heißt das, voilà, bis zum Abwinken, ihr kennt das, ich bin weg und der Markt tanzt hier. Nutzt es aus, habt viel Spaß dabei. Wir schließen auf einem All-Time-High, auf dem höchsten Tagesschlusskurs, auf dem höchsten Wochenschlusskurs, den der DAX hier gemacht hat. Ganz ehrlich, ich habe das nicht gesehen. Glückwunsch an alle, die sich da nicht haben von mir beeinflussen lassen. Gut gemacht, ich habe das einfach nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Stops sind dafür da, dass man sie einhält und Stops werden nicht verändert. Und ich habe es am Mittwoch gesagt, ich werde hier gestoppt, das war 16.052, wurde ich auch. Und dadurch habe ich mir die anderen 250 Punkte hier erspart. Was ich ganz oft sehe, ist, dass dann Leute sagen, oh, ich bin gestoppt worden. Ja, das ist bestimmt nur ein Stopfishing. Und dann lege ich jetzt nochmal was rein und nochmal, nochmal, nochmal. Das ist der Anfang vom Ende, das geht schief. Ihr habt euch überlegt, warum ihr zu irgendeinem Level einen Stop gelegt habt, behaltet den ein. Was ich dann mache, wenn ich dann da gerissen wurde, dann gehe ich einfach erstmal weg vom Markt, im Sinne von, jetzt muss er sich austoben. Die Longs, die ich hatte in Bayer, in Lufthansa und was, da war noch was, Nestle, die haben das auch nicht eingefangen. Also das heißt, das war jetzt für mich eine negative Woche. Muss ich mit leben, gehört dazu, man kann nicht immer Geld verdienen, keine Frage. Frage ist jetzt hier, was macht der DAX? Es gibt eine Möglichkeit, also ich kenne die schon seit langem, ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht, dass man hier die Hochs miteinander verbindet, dann kommt man hier auf den Punkt von 16.565. Tja, also das Einzige, was, wie gesagt, ich schaue da nicht so drauf, ja, da liegt auch dann am Montag das obere Band. Das ist aber das Einzige. Es gibt mit Sicherheit irgendwelche Berechnungen von Fibonacci Extensions oder Elliott oder Ishimoku, Kinkohio. Ich handle damit nicht. Also ich beachte die nicht. Das können andere viel besser als ich. Ich muss jetzt den Markt hier erstmal laufen lassen. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich also ab Montag da nicht da bin. Ich muss den jetzt hier erstmal laufen lassen. Ich weiß nicht, ob der hier hält oder da oder da oder da. 16.800 habe ich öfter gehört von verschiedenen Analysemöglichkeiten. Ja, wie gesagt, ich lasse den laufen. Wir haben hier ein neues High. So wie ihr hier die Trendfolge, hier unten da, die Trendfolge unterbrochen, die positive Trendfolge unterbrochen hat, so nimmt er sie jetzt nach oben wieder auf. Ja, das ist so, das ist Börse. Ich verstehe es nicht ganz, aber ich muss es auch nicht verstehen. Ich muss mit dem leben, was der Chart mir zeigt. Und im Moment haben wir ein neues Hoch. Und da Montag der Monatsschluss ist, gehe ich davon aus, wir kriegen auch ein Monats-All-Time-High. Dann hatten wir also Monat, Woche und Tag. Das ist ein Wort. Ich kann nach wie vor keine Regelmäßigkeit entdecken bei den Aktien. Umsätze kommen ein bisschen rein, das habe ich auch gesehen. Das möchte ich nicht als Anlagenotstand bezeichnen. Das ist nach wie vor, ist das für mich eher so ein ja, Short Squeeze, so eine Art Short Squeeze. Aber ich kann den auch hier oben nicht kaufen. Dann lasse ich ihn lieber laufen und gucke mir das hier oben nochmal an, als dass ich jetzt hier sage, ich muss das Ding jetzt hier kaufen. Der geht nochmal, was weiß ich, x-100 Punkte hoch. Wir sind von der Technik her grundsätzlich in Ordnung. Am oberen Band, in der Nähe von diesem, ja, von dieser Trendlinie. Hier ist nichts Negatives. Negativ sind solche Freunde hier, das hier, das hier. Negativ sind Black Bozus. Ja, wenn also eine Kerze, meinetwegen, wenn die nächste Kerze am Montag die hier komplett ummanteln würde, als schwarze Kerze. Es sind Dojis, es sind Shooting Stars, es sind Hanging Mans, da gibt einige. Ich habe im Moment hier keine. Von daher, rein vom Chart her, ist der erstmal frei. Oder wie der Jörg Scherer mal sagt, New Territories. Und jetzt muss er den erstmal laufen lassen. Ich bin froh, dass ich die nächsten 2 Wochen nicht da bin. Wir gelten, was er hier so schön gemacht hat, diese Verkaufssignale eingepflegt, ja, hat er seit gestern, das ist der Freitag, das ist der Donnerstag, komplett wieder rausgenommen. Komplett. Und die Amis, so macht es mir den Eindruck, die wissen auch nicht, was sie machen. Wenn ich also den Nasdaq-Kursverlauf von gestern sehe und dann wieder von heute, sie handeln wir, sagen wir es mal so. Aber zurück zum DAX. Ich weise immer wieder auf diesen Punkt hier hin, wenn... Für mich ist das ein Signal, wenn wir von über 80 auf unter 80 gehen. Wir waren da nicht drunter. Wir waren dran, aber nicht drunter. Man sieht das hier zum Beispiel auch. Das war kein Fehlsignal. Es ging nicht ran. Es ist kein Fehlsignal. Es ging einfach nicht ran.
Hier auch nicht, auch wenn man den Eindruck hat, hier auch nicht. Erst das ist das Verkaufssignal. Das ist dann so ab 78 auf Basis des Schlusskurses. Ja? Sowas hier, das sind die Verkaufssignale. Ich habe hier noch keins. Ja? Der war dran und die Vermutung liegt nahe, oh, jetzt machen wir es durch. Ja, aber wenn er es nicht tut, tut das nicht. Die 20-Tage-Linie hat er gehalten wann war denn das? Mittwoch, hatte ich auch darauf hingewiesen, es war da, wo ich sagte, hier muss man sich stoppen bei der 16.250. Das heißt, die wird also auch für die nächsten, ja, sagen wir mal, Tage, 2, 3 Wochen auf jeden Fall eine Wichtigkeit sein. Da müssen wir erst mal wieder drunter. Das heißt, ein Verkaufssignal habe ich erst mit A unterbieten der 20-Tage-Linie und idealerweise unterbieten von der 16.000. So lange habe ich da erstmal keins. Und das ist auch noch kein Verkaufssignal. Ich musste die Scheine leicht ändern. Und zwar habe ich den hier geändert. Das war vorher ein 15.700er. Den habe ich jetzt hochgenommen, hat einen höheren Hebel auf 15.776. Und ich habe den Put hier. Das war vorher ein 16.700er. Den habe ich auch hochgenommen. Der hatte dann einen Hebel von 52. Und dann kriege ich wieder Ärger, wenn ich das hier nenne. Also habe ich den jetzt, ich habe die gerade getauscht, im Sinne von, das ist jetzt der erste, der tiefere. Und jetzt habe ich den höheren genommen, noch mit 17.274. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Ja, nutzt die Wolle aus, labt euch an ihr und ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.